Es geht weiter mit unserem Let's Play von Numenera und unsere kleine Heldengruppe. Der Hau drauf von Michael, die Nano von Julia und der Alleskönner von Max. Ich habe die Namen eurer Charaktere vergessen, muss ich sagen, aber die könnte sich. Dashwood. Aileen. Aileen. Rector. Rector. Wir steigen hinunter in eine unterirdische Anlage, in der angeblich zeitliche Anomalien sich befinden, die, von denen ihr einer an die Oberfläche bringen sollt, weil euch gesagt wurde, ihr habt das schon 19 Mal versucht und bisher hat es nicht funktioniert. Ja. Ihr könnt euch nur nicht daran erinnern, aber vielleicht das nächste Mal, weil ihr in einer Zeitschleife gefangen seid, und in deren Ende ein Meteorit einschlägt. Und weil wir jetzt irgendwas eingeatmet haben, was uns dann möglich ist. Nanos eingeatmet, mit Nanoniten oder so. Ja. Ja. Vielleicht war es eine Lüge. Wahrscheinlich. Vielleicht waren es auch Drogen. Oder Gift. Das finden wir dann raus. Unten erwartet euch ein kreisrunder Gang, was es relativ schwierig macht zu laufen, weil der Boden nirgendwo wirklich eben ist. Das waren wirklich Drogen. Das wäre aber auch ein guter Aufhänger, wenn um jemanden umzubringen. So, oh Gott, wir haben das schon 20 Mal gemacht, ihr müsst das nehmen, damit das nochmal geht. Okay, bam. Das hat wirklich funktioniert. Also entweder lebt ihr noch oder das ist eine sehr interessante Halluzination, der in eurem sterbenden Gehirn. Ja. Und das zu rechtfertigen, dass unsere Entscheidung doch das Richtige war, als wir vergiftet wurden. Mhm. Genau. Ich finde das richtig. Weiß nicht. Okay. Na gut, also wir klettern. Kreisrunder weißer Gang mit einer seltsamen schwammartigen Oberfläche, der nur in eine Richtung führt von dem Einstieg. Schwammartig? Ja, so porös. Okay, aber nicht so. Nein, nicht federn, das sieht nur so aus. Okay. Aber wenn man dran geht, so, ist es eher so, als würde man sich Haut abraspeln. Also graue Oberfläche, unangenehm. Und der Gang wird irgendwie indirekt beleuchtet. Ihr könnt nicht ausmachen, wodurch. Es ist einfach irgendwie diffus hell da unten. Leuchtender Schwamm. Möglicherweise. Ihr seht auch keine Schatten. Das ist alles. Das erzeugt in euch dieses vage Gefühl von Unechtheit, das ihr schon aus anderen Anlagen kennt, in denen seltsame Dinge vor sich gehen. Ihr seid ja schon ein bisschen erfahren. Das kennen wir ja alles schon. Numenäre Charaktere können ja tatsächlich schon was, wenn sie ins Spiel starten. Nicht so wie bei Dungeons and Dragons. Wo wir durchaus auch mal Runden hatten, wo jemand wirklich mehrere Charaktere mitgebracht hat und immer wieder die nächsten gespielt hat. Er hat immer Mönche gespielt, sie sind immer gestorben. Das war auch die schwächste Klasse. Ja, und sie kann keine Rüstung tragen, sie muss immer in die erste Reihe. Das gibt's hier nicht. Das Schlimmste ist, dass sie alle Attribute hoch haben muss, um zu funktionieren. Mhm. Gut, aber wir sind ja nicht bei D&D 3. Offensichtlich hat Michael einen Mönchstrauma. Ich habe einen Mönchstrauma. Ich habe Neverwinter Nights mit einem Mönch durchgespielt. Du bist leidensfähig. Gut. Erinnert ihr euch noch, wo ihr lang müsst? Moment, ich habe es mir aufgeschrieben. Erst unten, dann oben. Das war nicht die Beschreibung des Wegs. Mist. Nach ungefähr 20 Metern gibt es eine Kreuzung. Scheiße. Wir müssen noch nicht rechts, bei der zweiten müssen wir rechts. Ich habe es nicht aufgeschrieben. Wir müssen bei der zweiten Abbiegung erst rechts und dann kommen wir in diesen Raum, wo diese temporale Anomalie ist. Und dann müssen wir das abnehmen und zwar so, wie du aufgeschrieben hast. Ah, okay. Gut. Ich habe mir nur das Ende aufgeschrieben, was er sagt. Gut, ihr geht also geradeaus. Weil sich der Krieger das gemerkt hat und nicht die Gelehrte. Entschuldigung. Mhm. Also mein erster Gedanke ist natürlich immer rechts an der Wand entlang zu gehen, bis wir in den Raum kommen, den wir eigentlich gebraucht hätten. Aber ich glaube, das kann hier sehr gefährlich werden. Diese klassische Methode der Dungeon-Erkundung mag nur sein, wenn es tatsächlich ein gänzlich aufgezeichneter Dungeon ist. Bei Numenera ist es tatsächlich so, dass eine der Standardhandhabungen von großen Dungeons ist, dass du nicht jeden einzelnen Teil beschreibst, sondern nur sagst, nach einer halben Stunde, in der ihr einmal an XY vorbeilauft, stoßt ihr auf folgenden interessanten Raum, weil es halt teilweise gigantische Anlagen gibt, die man nicht gänzlich aufzeichnen kann und will. Und will. Ja. Und es ist auch ein Spiel, das anders als Dungeons & Dragons zum Beispiel oder viele andere nicht mit Miniaturen gespielt wird. Also man kann, aber es wird empfohlen, das nicht zu tun, weil, wie wir bei Dungeons & Dragons ja gemerkt haben, sobald du den Battle Lab auspackst und Miniaturen draufstellst, das Gehirn auf, oh, wir müssen kämpfen, getrimmt wird. Das stimmt, ja. Ja. Und Numenera halt vorschlägt, macht das vielleicht eher nicht und wir machen die Kampfregeln relativ abstrakt und einfach. Ist ja meisterschön. Und dann kriegen wir das schon hin, dass die Leute vielleicht lieber interagieren oder lieber nach einer kreativen Lösung suchen oder ihre Seife einsetzen und nicht zwingend immer draufhauen müssen. Mein Egel. Ich besitze einen Egel. Einen künstlichen Egel. Ein künstlicher Egel, ja, genau. Ein künstlicher Egel. Das ist einfach eine Gerätschaft, die Gifte aussaugt, falls jemand von euch vergiftet werden sollte. Okay. Künstlich sein. Mhm. Was? Na, das wird schon seinen Grund haben, dass du ihr das gegeben hast. Nein, die habe ich ausgewürfelt. Okay. Es gibt dafür lange Zufallstabellen. Na gut. Für diese Gegenstände. Okay.
Gut, bei dir habe ich tatsächlich sogar was ziemlich Passendes ausgewürfelt. Du hast ein Schild. Du hast einen Heilungsgegenstand, der dich eine Stunde lang jede Minute um einen Punkt heilt. Hier unten bei Artefakte? Nein, oben bei Cypher. Ja, ich habe eine Zielhaube. Ja, das ist ein Helm, den du aufsetzt und der eine Stunde lang sich auch auf deinem Kopf festkrallt und nicht mehr abnehmbar ist, der es aber erleichtert, Fernkampfangriffe durchzuführen. Cool. Ich habe gar keine Fernkampfwaffe. Du wolltest keine. Gib sie mir, ich habe eine. Dann reden wir später. Es ist auch nicht verboten, die Dinger zu tauschen. Kannst du mein Speerseil haben dafür? Mal schauen wir mal, was wir noch brauchen. Vielleicht lösen wir es jetzt direkt innerhalb der nächsten zwei Minuten. Sehr wahrscheinlich. Ist eigentlich ein Dornwerfer, wenn ich kurz mal dazwischen frage? Das ist eine kleine Waffe, die halt kleine Metalldornen abschleudert durch einen Mechanismus, der dir nicht ganz, also du verstehst grob, was du machen musst, aber so ganz wie er funktioniert nicht. Da sind seltsame Spiralen aus kuriosem Metall drin gewickelt und es gibt einen Summen von sich und dann leuchtet es kurz blau und dann zischt vorne ein Metalldorn raus. Okay, cool. Das kann von mir aus jede beliebige Form haben. Pistole ist naheliegend. Okay, gut. Ich packe wieder ein. Der nächste Teil des Ganges, der zu der ungefähr 30 Meter weiter entfernt liegenden nächsten Kreuzung führt, hat rechts und links immer wieder in unregelmäßigen Abständen ovale Öffnungen in den geschwungenen Wänden des Ganges. Und die meisten davon sind einfach, da ist eine milchige Glasscheibe drin. Aber ihr kommt an einer vorbei, die wie ein Fenster wirkt. Und auf der anderen Seite seht ihr eine weit ausgedehnte Ebene, die eigentlich offensichtlich ein durchgehendes Weizenfeld zu sein scheint. Im Sonnenschein. Okay. Ist das einfach ein Durchgang im Sinne von Türrahmen oder ist das irgendwie so ein Portal oder so? Es sieht aus wie ein Fenster. Achso, okay. Nur, dass für gewöhnlich in unterirdischen Anlagen man keinen Ausblick auf Weizenfelder hat. Ich klopfe mal dagegen das Fenster. Fühlt sich an wie Glas. Ha. Vielleicht bauen die hier Weizen für Brot an. Wenn man schon mal eine Sonne im Keller hat, dann kann man das doch Weizen anbauen. Vielleicht. Okay, ist hier eine Sonne? Sieht man da irgendwie Sonnenlicht? Oder? Also jenseits der Scheibe, ja. Ja. Aber nicht. Ja. Die Sonne kannst du nicht sehen, aber es sieht halt aus, als würde Sonnenlicht auf. Okay. Also die Sonne müsste hinter dir sein. Von dem ganzen Winkel her, wie das Licht fällt. Aber in diesem Gang ist keine. Okay. Das nächste Fenster, dann auf der rechten Seite, und auf der anderen Seite ist Wasser. Und es dringt nur sehr wenig Licht durch und du siehst ein paar Fische in der Entfernung durch den Staub, so mit Sand und Schwebstoffen durchsetzten Wasser hin und her zischen. Okay. Interessant. Wie so eine Art, als hätten hier so verschiedene Lebensräume irgendwie Platz gefunden. Oder vielleicht, das ist etwas so zu mit diesen Anomalien. Vielleicht. Ihr weiß ja niemand, wozu diese das Anlage gut. Das ist alles total faszinierend, aber wir haben, glaube ich, nur noch ein paar Minuten, bis hier ein Meteorit einschlägt. Ha, stimmt. Wenn das stimmt, was die Frau gesagt hat. Ja. Ich gebe dir grundsätzlich recht, aus wissenschaftlichem Antrieb sollten wir ihre Hypothese prüfen, allerdings sind wir dann tot. Ja, gut. Deswegen möchte ich vorschlagen, dass wir uns das Ding holen, um die Tür oben zu öffnen. Okay. Das Ding. Ihr geht weiter, da ist noch ein drittes Fenster und das zeigt eine felsige, karge Landschaft ohne Licht, also die nur von Sternenlicht erhellt wird. Also ganz schwach, dass man nur so die silbrigen Umrisse von allem wahrnehmen kann. Okay. Ihr könnt gerne mal einen Wurf ablegen. Die Schwierigkeit dieses Wurfes ist 5, also müsst ihr eine 15 oder mehr würfeln. Und er geht auf Intellekt und es geht um Sehen. Und ich weiß, dass Julias Charakter zum Beispiel sehr gute Augen hat und deswegen nur gegen 12 würfeln muss. Okay. Der Rest kann entscheiden, ob er vielleicht sich 15. mit Punkten das billiger kaufen will. 15. Michael hat es geschafft. 19. Du nicht. Ich ja. Du nimmst eine Bewegung aus dem Augenwinkel da von jenseits dieses Fensters und du siehst tatsächlich dort zwei Gestalten, die aussehen, es ist schwer zu sagen, wie weit das entfernt ist, dadurch, dass das ein seltsames Lichtverhältnis ist, aber die aussehen wie sehr große Tausendfüßler, Ohrkneifer. Hinter dem Glas? Hinter dem Glas, in dieser Landschaft. Okay. Die über einen der Hügel dort krabbeln und klettern. Ein bläuliches Leuchten begleitet sie und dann verschwinden sie wieder in einem der Täler. Bläuliches Leuchten. Solange die hinter dem Glas sind, können sie da bleiben. Aber suchen wir nicht auf, was das
Blaues leuchtet. Ja, aber die Frau hat uns doch genau gesagt, wo. Ja, aber vielleicht das war geklaut von diesen Dingen in diese Fenster. Oder an der anderen Seite von diesem Fenster. Lass die Dinger in dem Fenster mal sein. Vielleicht finden wir noch eine Öffnung außerhalb dieses. Also das Fenster ist ja nicht beschädigt, oder? Nein, nicht so weit wie das. Ich traue mich jetzt auch nicht, das kaputt zu machen, ehrlich gesagt. Gute Entscheidung. Ich habe was an meiner Seife, das heißt Identifikator. Das ist für Gegenstände und du musst die Sache sehen dabei. Ja, okay. Also ich würde es vielleicht auch erweitern auf eine Kreatur identifizieren, aber du musst sie sehen können und den Gegenstand darauf anwenden. Dann ja. Also ich wollte eigentlich nur in diese Fenster gucken. Ist das ein normaler Grasfenster? Du also versuchst den Identifikator darauf anzuwenden. Ja. Dann streich den mal. Du hast ihn jetzt nicht mehr. Das ist Piep, piep. Das ist Glas. Oh. Wahrscheinlich. Ja. Der Identifikator sind zwei Metallstäbe, die, wenn du sie auseinanderziehst, bildet sich zwischen ihnen ein durchscheinender Film. Auf dem seltsame Symbole erscheinen, die sich mehren und dann irgendwann spucken sie eine Kombination aus, die dann sich übersetzt, flimmernd vor deinen Augen, in eine Sprache, die du lesen kannst. Und dort steht eingeschlossene Raumzeitanomalie. Okay, was wir hier haben, ist eine eingeschlossene Raumzeitanomalie. Und das ist wahrscheinlich für die anderen Fenster. Okay. Also es ist wahrscheinlich, dass diese Temporal Anomaly ist verdient, sozusagen. Weil vielleicht sie machen komische Dinge mit. Vielleicht war das so eine Art Zoo, nur für andere Zeiten und. Also ich meine, vielleicht die Dorf hat etwas gemacht, weil es ist ziemlich klar, dass sie oder die Leute vorher haben diese Technologie benutzt, um Wasser und Essen und vielleicht ein bisschen Spaziergänge. Keine Ahnung. Die Frau hat doch gesagt, dass sie irgendwas gemacht hat und kurz um diesen Meteoriteneinschlag zu verhindern oder irgendwie so? Nein, sie baut oben eine Maschine, um den Meteoriteneinschlag zu verhindern. Genau. Und wir sollen das Ding holen, damit sie so eine Art Energiequelle hat oder Temporallappen, was weiß ich. Aber sie hat irgendwo aus Versehen das getriggert, dass das alles sich immer wiederholt. Das war, glaube ich, irgendwie, hat sie gesagt. Als sie versucht hat, das zu fixen. Genau, das heißt, okay, wenn hier lauter so eingeschlossene Raumzeit sind. Gibt es keine Türen oder so, nur Fenster? Ja. Gibt es auch keine Paneele mit Knöpfen, nichts, gar nicht. Sind wir jetzt an dem Ort, wo der uns beschrieben wurde? Nein, ihr seid an der Kreuzung, wo ihr abbiegen müsst. Dann gehen wir mal rechts. Okay. Ja. Vielleicht halten wir uns so lange an den exotischen Fenstern auf. Wer sich zurückerinnert oder das letzte Mal geschaut hat, erinnert sich, dass sie gesagt hat, lasst euch nicht ablenken. Ja. Ihr folgt diesem Gang, der macht eine seltsame Kurve und endet dann in einem großen, kuppelförmigen Raum, in dem mehrere nach keinem erschließbaren Muster an ausgerichtete Reihen von metallischen Säulen stehen, in deren Mitte jeweils eine Öffnung ist, die einmal so durchgeht durch die Säule, und in jedem davon ist eine komplexe Spindel aus vielen Glashelixes, Helixen, Helices, Spiralen. Spiralen sich befindet. Und man kann ausmachen, dass irgendein Gegenstand da drin blau leuchtet, aber egal aus welchem Winkel ihr guckt, ihr könnt den nicht wirklich ausmachen, weil immer ein solcher Glasarm davor ist. Okay. Obwohl eigentlich irgendwo müsste eine Lücke sein, aber ihr findet keinen Winkel. Und sie werden jeweils oben und unten von goldenen, im Grunde Greifhändchen gehalten an ihren Endpunkten. Und sie hat uns gesagt, welche davon wir mitnehmen sollen. Sie hat gesagt, eine. Ach so, egal welche, okay. Und wir müssen die erst unten. Eine von diesen oben. Säulen ist auch leer, da ist keine drin. Okay. Wir waren schon mal hier. Ach so, ja. Also erst unten, dann oben. Also dann vielleicht erst unten die Klammer lösen. Geh mal ran und löse zuerst unten die Klammer. Das wäre jetzt eine Probe, die auf den Wert Geschwindigkeit gehen würde. Geschwindigkeit umfasst hier nämlich auch Geschicklichkeit und dergleichen. Das ist alles, wie gesagt, sehr eingedampft. Und die Schwierigkeit ist nur 2, also 6. Okay. Wir sind alle also nicht schlechter. Du bist am besten. Also ich bin besser, aber wenn das nur ein 6 ist, dann... Ich möchte trotzdem einen Punkt aus meinem Geschwindigkeitspool ausgeben. Du musst gleich 3 ausgeben. Du kannst immer nur 3 ausgeben. Ich möchte 3 Punkte ausgeben. Hier steht 13, 12 bei mir. Die 12 gilt, wenn du deine Rüstung trägst. Ich trage meine Rüstung, also komme ich dann auf 9 runter. Was bedeutet Edge 1? Dass du, wenn du solche Punkte bezahlst, um irgendeinen Effekt zu erzeugen, einen weniger bezahlen musst. Also muss ich jetzt von... 2 bezahlen und die Probe wird um 3 Punkte leichter. Ich komme von 12 auf 10, mein Pool, und ich muss jetzt
3 oder mehr Würfel. Das ist eine 20. Das ist echt gut. Klack, und du löst die oben gleich hinterher auch noch. Hältst das Ding in der Hand? Wie? Sehr schön gemacht. Voll der Profi. Wahrscheinlich haben wir es wirklich schon öfter gemacht. Du weißt es noch nicht mehr. Ja. Schwer zu sagen. Ja, und dann kommen wir jetzt zurück. Okay, dann gehen wir zurück. Ihr geht zurück in den Gang mit den seltsamen Fenstern. Und als ihr an dem Fenster mit dem Sternenlicht vorbeikommt, peitscht ein Fühler raus. Und dann schiebt sich eine Kreatur durch dieses Fenster sehr eilig auf den Träger der Anomalie zu. Es gibt netterweise ein Set mit Karten, wo diese ganzen Kreaturen auch jeweils einmal abgebildet sind. Auf der Rückseite sind die Werte. Und das ist ein sogenannter Zeitfresser. Das sind insektoid wirkende Kreaturen, die gezielt auf der Jagd nach temporalen Anomalien, Rissen in der Raumzeit und dergleichen sind. Die werden davon angelockt. Ah, okay. Das ist so eine Art Zeitpolizei. Eher Zeitfresser. Zeitfresser. Die sind nicht unbedingt intelligent rechtschaffen, sondern... Also es ist quasi, als würdest du hier gerade mit so einer Dose Snacks rumlaufen und das Tier so... Das sieht für Snacks. Sie sehr, sehr lecker aus. Okay. Es hebt seine Fühler, die kurz blau aufleuchten, im ähnlichen Blau wie das, was du mit dir rumträgst. Und dann stellen wir jetzt mal fest, wer wann handelt. Initiative wird bei Numenera ziemlich einfach geregelt. Und zwar geht es nur darum, bei der Initiative, ob ihr vor oder nach dem Gegner dran seid. Der hat einen festen Wert, gegen den würfelt ihr. Das ist 12 in diesem Fall. Ich weiß nur, dass einer von euch ist in Initiative geübt. Ich glaube, das ist Michaels Charakter. Oder? Ich hab Verteidigung. Bist das. Ja. Ah, du bist in Initiative geübt. Das heißt, du würfelst nur gegen 9, um vor dem Ding dran zu sein. Ihr könnt euch entscheiden, dass ihr Geschwindigkeit 15. ausgeben wollt. Gut, 15, also ist die Reihenfolge zumindest schon mal Michael vor dem Monster. 12. 11. Gut, damit seid ihr alle vor und dem Zeitfresser dran. Und ihr könnt euch jetzt absprechen, wer von euch als erstes handelt. Ich würde gerne anfangen. Gib mir das Ding. Genau. Und ich laufe weg. Genau. Das war auch mein Plan. Ich bin froh, dass wir da so zusammenkommen. Deswegen kennen wir uns schon. Ja. Gut. Wie war nochmal dein Charakter? Dashwood. Dashwood. Irgendwas mit Wood war es, aber ich wollte jetzt nichts Obszönes sagen. Ich würde ihn die Wood dashen. Nee. Traktor. Traktor. Hier. Ja. Bring es raus. Rette uns. Ich halte sie auf. Und zieh noch meine Waffe, nimm mein Schild und geh in Verteidigungshaltung. Ja. Also es gibt in Numenera, wie wir empfehlen, du kannst dich bewegen und du kannst eine vernünftige Aktion ausführen. In dem Fall würde ich sagen, wenn du dich nicht bewegst, darfst du ihm das auch noch zuwerfen. Ja. Das sind, in Numenera wird zusammengefasst, alles ist eine Aktion, was denselben sozusagen Gedankengang hat. Das heißt, eine Waffe ziehen und sie einsetzen, aber was werfen und dann kämpfen sind zwei getrennte Sachen. Aber in diesem Fall funktioniert es, weil ich nehme an, du darauf verzichtest zu rennen und ich sehr fehlerfrei entscheiden kann als Spielleitung. Gut, du wirfst ihm das Ding zu. Ich möchte aber kurz eine Geschwindigkeitsprobe gegen 2, also nicht schwer, 6 oder mehr. Würfeln haben, um zu sehen, ob es auch wenigstens in seine Richtung wird. Denn, wie zum Beispiel mit diesem Würfel bewiesen, nicht jeder das kann. Dein Spott trifft mich so hart. Ich gebe trotzdem 2 Punkte aus meinem Geschwindigkeitspool aus. Und eine 10. Ja, gut. Du wirfst das sauber zu ihm hin und machst dich dann für den Kampf bereit und du möchtest dann als deine eigentliche richtige Aktion möchtest den Zeitfresser angreifen. Ich möchte zumindest verteidigen oder meine Verteidigung hochschrauben und verhindern, dass er vorbeikommt, so etwas. Gibt es volle Verteidigung als Aktion? Warte, eigentlich nicht. Was du machen kannst, ist sagen, du möchtest abwarten, was passiert. Aber und dann gegebenenfalls zuschlagen, wenn er mir vorbei möchte. Genau. Dass du deine Verteidigung erhöhst, funktioniert hier damit, dass du halt eben sagst, du gibst Punkte aus einem Pool aus, damit du die Probe leichter schaffst, wenn du angegriffen wirst. Gut. Gut. Du möchtest also abwarten und deine Attacke gänzlich irgendwie aufgeben, dann hättest du nicht mal würfeln müssen, gerade umzuwerfen, dann wäre das deine Aktion gewesen. Ist mir auch egal. Du kannst sie auch gerne, wenn sonst nichts weiter passiert, später noch einsetzen und sie einfach verschieben auf nach dem Monster. Julia und Max, wer will für euch als erstes? Du läufst weg, hast du gesagt. Ja, ich laufe weg. Kannst du irgendwie eine Barriere errichten mit deinen Fähigkeiten? Ja, ich kann also eine Verteidigungs... Oh ja, du bist flink. Ja, dann ich bin flink weg. Er ist flink weg. Du rennst. Ja, gut, ich renne weg. Das ist deine Aktion. Du versuchst quasi die Spirale da hochzubringen. Okay. Kann ich mit meinem Resonanzfeld, kann ich das nur um mich selbst machen oder kann ich das auch irgendwie so im Gang machen? Das kannst du nur um dich selbst machen, das Resonanzfeld. Okay. Das ist eine Art Rüstung aus Lichtfäden. Kann ich 2 solche Sachen machen, wenn ich stehen bleibe quasi? Hast du Nein. Nee? Achso, ich kann nur eine Sache machen. Eigentlich nicht. Das war sozusagen eine Sonderregelung, weil es halt eine coole Aktion wäre, das einfach zu werfen, bevor er was macht. Aber
Okay, dann stelle ich mich dem Ding ebenfalls erstmal in den Weg, wahrscheinlich ein bisschen weiter weg als er und mach mal dieses Resonanzfeld. Gut. Mit meinem Sonnensplitter. Das, dahinter stehen die Kosten? Genau, kostet ein Intellekt, das gebe ich aus meinem Pool aus. Aber du hast Edge. Ja. Und eins. Das ein heißt, Edge, das kostet dich gar nichts. Die Rüstung bleibt die ganze Zeit eingeschaltet. Schwing. Ich hatte das tatsächlich mal eine Runde. Jemand hatte die Fähigkeit, in die Zukunft zu sehen. Der hat den 1 gekostet. Er hatte Edge 1. Er hat die ganze Zeit gesagt, ich schaue ein paar Sekunden in die Zukunft. Wow. Das war sehr interessant fürs Rollenspiel, weil ich ihm dann aber auch ständig Sachen sagte, gleich wird jemand reinkommen. Und er dann schon solche Sachen. Man muss mit sowas halt einfach planen. Aber es ist bei Numenera durchaus vorgesehen, dass du Fähigkeiten hast, die bei vielen anderen Sachen Gamebreakers werden. Yeah, yeah. Also zum Beispiel Abenteuer unmöglich machen. Yeah. Wenn du jemanden hast, der permanent in die Zukunft schaut, du willst überrascht werden und sowas. Aber es wird halt hier ganz offen gesagt, lass dich darauf ein und spiel dann damit und find was raus. Und außerdem gibt es immer eine Funktion, die ich jetzt gerne anwenden möchte. Okay. Und zwar den SL-Eingriff. Spielleiterwillkür. Nein. Das ist geregelte, von dem Buch abgesegnete und wichtige Spielleiterwillkür. Okay, gut, da wir so mächtige. Es wäre eure Entscheidung, wenn ihr schon Erfahrungspunkte hättet. Wenn ich nämlich sage, Max, ich möchte gern einen Spielleitereingriff durchführen, der deinen Charakter betrifft. Da kannst du entweder sagen, ja, weil es das spannender macht und dann kriegst du einen EP. Du kriegst noch einen zweiten, den du jemand anders hier am Tisch geben darfst. Also nicht mir, logischerweise. Du musst nur sagen, warum. Okay. Und das kann jeder beliebige Grund sein. Zum Beispiel, ich mag deine Frisur, von mir aus auch. Aber häufiger ist, ich fand die Aktion cool oder der Spruch war nett oder ich mag deinen Charakter. Ah, ist das quasi so wie mit Giving Trouble so ein bisschen, ne? Also so ein bisschen, du machst ihm Probleme, aber dafür kriegt er einen Erfahrungspunkt. Dafür kriegt er was. Ja, es gibt viele Rollenspiele, die ein bisschen in ähnliche Richtung gehen, wo man auch sich selbst in Schwierigkeiten bringen kann. Dann kriegt man Stilpunkte dafür zum Beispiel. Bei Icons haben wir das auch. Ja, Spielleitereingriff, manchmal ist es ähnlich. Also bei anderen Systemen, wie D&D zum Beispiel, man sagt nur, ja, Random Encounters, ja, wie langweilig. Aber hier ist es war ein bisschen mehr mit der Geschichte zu tun. Und es hat auch alles ein bisschen interessanter gemacht. Also ja, ich finde, dass das funktioniert jetzt in dieser System bei Numenera. Und die Sache ist, Max kann aber auch sagen, nein, ich will gerade nicht abgelenkt werden. Und dann müsst ihr mir aber eine EP geben. Er hat aber noch keinen. Deswegen kann er gar nicht nein sagen. Hier, Max, 2 EP, jetzt passiert gleich was Spannendes. Wem gibst du den zweiten? Warum? Warum nicht? Ich habe gerade so schön zusammengearbeitet. Okay, das finde ich legitim. So gutes Rollenspiel mit einem EP. Ja, und der SL-Eingriff ist, dass der Zeitfresser jetzt seine Aktion nicht verwendet, um mit den zwei zu kämpfen, die vor ihm stehen, sondern er hebt seine Fühler, schlägt sie zusammen, sie leuchten dabei blau auf und er verschwindet mit einem Land und taucht vor dir wieder auf. Hey! Und spreizt seine Mandibeln vor dir. Füllt praktisch den ganzen runden Gang aus. Oh Gott. Shit. Neue Runde. Ihr seid alle drei wieder dran, bevor das Viech dran ist. Ich laufe das Viech. Und es ist mehr oder weniger direkt mit seinen Fühlern über der Anomalie, die du trägst, aufgetaucht. Natürlich. Und das blaue Glühen von den Fühlern spiegelt sich kurz in dem Glas. Ich laufe vor, schiebe mich an den Kollegen vorbei, stelle mich davor und hau dem Vieh voll eins auf die Fühler. Gut. Bewegung und sowas wird auch ziemlich einfach geregelt hier. Es gibt einfach nur 3 Distanzen. Oder beziehungsweise, wenn man es genau nimmt, 4. Du bist wirklich tatsächlich im Nahkampf, nah, kurz und fern. Das ist alles. Und du kannst kurz einfach laufen ohne Problem, bei fern müsstest du dich anstrengen dafür oder zum Beispiel irgendwie was anderes aufgeben. Tja, du rennst also die kurze Strecke, um in den Nahkampf zu gehen und haust auf das Ding drauf. Du musst eine 12 oder mehr schaffen, um es zu erwischen. So drauf. Ich habe Hieb, Einkraft. Hieb ist ein Schlag, der den Gegner betäubt. Dadurch machst du einen Punkt weniger Schaden, aber dafür fällt es dem Viech dann schwerer, sich zu konzentrieren und selber einen Angriff durchzuführen. Ich hau einen Hieb drauf. Das kostet einen Kraft, aber ich habe bei Kraft ein Edge. Kostet dich also nichts. Nichts. Nimm diesen Hieb. Eine 13. Damit triffst du und verpasst dem, was macht deine Waffe normalerweise Schaden? 4. Verpasst ihm 3 Schaden. Ich hatte ja das Bedürfnis nach einem Kampfcharakter und wollte deswegen die Glewe hier spielen. Und ich finde, mein Charakter hat in den Kämpfen relativ gut was gerissen, sei es nun entgegenüber dem Zeitfresser. Und tatsächlich hat mein Charakter das geleistet, von dem ich
das haben wollte. Er hat verteidigt, er hat ordentlich ausgeteilt und er hatte sogar noch Spezialfähigkeiten, um eben Effekte auf den Gegner wirken zu können. Außerdem wird es ihm schwerer fallen anzugreifen, weil du es an einer empfindlichen Stelle getroffen hast. Du schlägst also mitten zwischen seine hin und wieder offensichtlich blau leuchtenden Teleportationsfühler und zuckt kurz zusammen, seine Mandibeln flackern. Wie kann ich mehr Schaden machen? Du kannst durchaus auch Punkte ausgeben, um mehr Schaden zu machen, wenn es also dann sozusagen zum Schaden kommt. Genau. Habe ich aber nicht. So, was genau weiter passiert und wie sich dein Hieb auswirkt, das stellen wir demnächst fest. Jetzt machen wir erstmal eine kurze Pause. Bis dann.